Warlock. Fremdtotem ist extrem gut, wenn du die Coin hast gegen Handlock, aber gegen Zu. Also er hat eine Karte behalten, es ist eher wahrscheinlich, ja, dass er Zu ist. Gegen Zu möchte ich halt. Ja, Huntsgolem ist gar nicht so schlecht, da ich halt Power Maze schon habe. Also ich kann Coin Power Maze und dann Huntsgolem spielen. Shipwreck ist ziemlich schlecht, aber. Naja, so Lightning Bolt, Earthshocks sind alles sehr gute Karten. Vor allem gegen Flaming Opener. Zum Beispiel jetzt Rockbiter wäre einfach perfekt. Ja, na, ich juggle. Also ich krieg sehr viel Schaden rein. Aber ich habe ziemlich gute Curve Grad. Lightning Storm ist auch sehr wichtig. Ja, mal schauen, ob ich recovern kann. Ja, der Knife Juggler und Flame Imp. Sehr viel Schaden, aber es sind halt die perfekten Minions für meine Waffe. Und er hat kein Harvest Golem gerade. Ziemlich gut. Er ist ein sehr starker Opener, aber der Follow-up ist halt nicht der stärkste. Also ich habe schon sehr viel Schaden reingekriegt, aber ich habe jetzt einen Mini-Yeti. Kein Mini-Yeti, sondern quasi ein richtiger Yeti. Sehr stark. Das ist quasi wie Innervate Yeti, Turn 3. Implosion. Das wie ich in der. Ja, beim Decktag erwähnt habe, ist halt extrem stark. Wenn er halt jetzt Direwolf oder so hat, kann er halt locker mein Board rein traden. Ich tue trotzdem nicht gerne hier Lightning Storm machen, da ich halt overloaden würde für den nächsten Zug, aber also ich hätte 3 Mana zur Verfügung, also könnte ich Harvest Golem im nächsten Zug spielen. Sache ist, dass ich mit 1 Mana halt gerade nicht wirklich was machen könnte. Also ich tue hier Lightning Storm. Ja, einfach da ich quasi den Harvest Golem immer noch habe. Und er quasi mit fast allem fertig wird, was er spielen kann. In Turn 5. Muss live tappen. Und ich habe immer noch einen weiteren Lightning Storm, was sehr gut ist. Ja, das ist ziemlich schwach. Immer spiele hier meinen Harvest Golem. Wenn er den halt rein tradet und hätte jetzt einen Earthshock, würde ich das natürlich Earthshocken. Wenn du was reintradet, dann kann ich halt nächsten Zug meinen zweiten Harvest oder den kleinen Harvest Golem reinhauen und Fire Elemental spielen. Ja, oder ich spiele halt nochmal Lightning Storm. Kommt drauf an, wie viele Minions er hier spielt. Sieht doch nach einem okay Lightning Storm Board aus. Natürlich schaut man erst, ob man das irgendwie halt. Man irgendwie anders damit fertig wird. Ich könnte halt mein Feuerelementar den hier so rein traden und dann mein Feuerelementar spielen. Mein Feuerelementar und. Irgendwie gefällt mir Feuerelement nicht am besten. Zack, zack. Ich könnte halt auch den hier töten, aber. Jetzt müsste er den quasi wieder buffen und dann in mein Fundamental reinhauen. Also man will seinen Lightning Storm wirklich nicht verschwenden, weil er wird im Laufe der Zeit wird er halt wieder viele kleine Minions ziehen und ja. Also er droppt auch sehr low hier, wie man sieht. Oh. Also er geht für auf Face. Da ich auch sehr low bin. Ist halt sehr riskant, da er halt jederzeit sterben könnte. Ich finde es sehr interessant. Also ich kann hier Lightning Storm. So, 4 Mana, hätte ich noch 3 Mana zur Verfügung. Übung. Ich könnte ein Spellpower-Totem auch kriegen hier.
ich nur leider nicht gekriegt, aber Earthshot sieht auch ganz gut aus auf dem. Ja, ich entscheide mich dazu, hier Leitungsturm zu machen. Könnte ein Fehler sein. Aber da ich das Board habe und ihn für 6 Schaden hätte. Also er kann dann jetzt auch nicht mehr. Also sein Lifetap ist einfach auch begrenzt, sehr stark begrenzt. Aber natürlich hätte er jetzt wieder das Board voll mit Minions oder ein zweite Implosion und das ist halt nicht so gut für mich. Jetzt brauche ich halt einen kleinen Buff. Ja, das Hex reicht einfach. Und zack. Ja, ich hätte einen sehr guten Read. Ich habe gesehen, dass es so ist, der hat eine Karte behalten. Handlock tut eher meistens alles Mulligan nach Hellfire suchen. Ja, Power Mace mit Harvest Golem war sehr stark als Opener.